Also, liebe Leute, so, jetzt haben wir hier ein Haus mit zwei Apartments, also Erdgeschoss und erster Stock. Das Grundstück hat 600 Quadratmeter. Das Haus schreibe ich drunter, weil ich es nicht mehr weiß. Es ist neu, quasi niegelnagelneu, und sehr hübsch von innen und so. Hat ein großes Grundstück, also im Verhältnis großes Grundstück drumherum für Saljevo. Saljevo ist ja ein Stadtteil von Bar. Außerhalb, also das heißt außerhalb am Stadtrand, Stadtausgang Richtung Dubrava. Oder Dobrava, oder? Ja, sehr gepflegt, sehr neu, mit Garage, vielen Fruchtbäumen und zweierlei Parkplätzen. Ich zeig's euch gleich mal. Na, also, Details schreibe ich drunter, wie gesagt. Ja, los geht's. So, das ist das Haus. Hier habt ihr eine Garage, 20 Quadratmeter oder sowas vielleicht. Platz davor und das Haus. Wir gehen mal einmal durch. Briefkasten. Ja, auch so eine Anekdote. Die Post ist eine Katastrophe in Montenegro. Da geht ein schmaler Weg am Haus vorbei. Ja, das ist ja so eine Sache hier mit der Post, ne? Garage. Tor übrigens, ne? Palme. Palme. Und noch eine Palme. Ja. Na. Entschuldigt. So, Außenwasser zum Händewaschen. Haben die ganz häufig hier auch übrigens. Chip, chip, chip. Terrasse. Na? Ein paar Obstbäumchen hier. Das ist hier echt so üblich, ne? In Deutschland ist das gar nicht so, finde ich, dass die Leute so Obstbäume pflanzen. Also, das ist der hintere Teil. Nochmal Parkplätze und ein Tor, also eine Einfahrt und große Gartenfläche. Ne? Und Olivenbäume. Das hier sind Olivenbäume. Das da hinten sind so Zitronen, Clementine und so weiter. Kirschen haben die hier, glaube ich, Äpfel. Da ist auch wieder ein Clementinenbaum. Mandarinenbaum. Genau, das Haus von hier. Also Balkone und Terrassen hat es eine Menge. Vorne wie hinten. So, schauen wir mal. Ich dachte, der Baum blüht schon. Meine Güte. Nein, tut er nicht. Also, schüpp, schüpp, schüpp. Außeneingang. Und er versteckt sich da. Hey! Kitty Cat. Matz, Matz, Matz. Oredo. Rein geht's. So, hier hinten nochmal die Garage. Garage. No, vorne. Mit elektrischem Tor natürlich. Jetzt genutzt als Abstellfläche, wie man sieht. Hier geht's rein. Wir gehen mal erstmal hoch, wenn ich. Schön gemachte Treppe hier, ne? Terrasse hier oben. Hier hängt man seine Wäsche natürlich draußen auf, übrigens zum Trocknen, wenn die Sonne scheint und ein bisschen Wind weht. Das ist der Ausblick. Damit innen kein Schimmel ist. Und das ist die hintere Fläche, ne, mit den ganzen Obstbäumen und auch Olivenbäume. Und nochmal Parkfläche mit nochmal einem Tor übrigens. Ne? Und Rasenfläche. Sehr gepflegt. Die Mauer drumherum begrenzt das Grundstück. Das ist meistens hier so in den Stadtteilen. Genau. Also man trocknet die Wäsche mit. Nebenbei so ein paar Facts. Das sind keine Fun Facts, aber Facts. Also man trocknet die Wäsche in der Regel entweder, indem man sie draußen aufhängt zum Trocknen, weil wenn die Sonne scheint und ein bisschen Lüftchen weht, oder mit einem Trockner.
weil man sonst Schimmelprobleme kriegt hier sehr schnell drinnen. Ne? So. Ups. So. Also hier oben kommt man rein, hat den Flur. Hier ist das eine Schlafzimmer. Chip, chip, chip. Kleiderschrank. Hier drüben ist WC. Oh, oh, entschuldigt. Mein Gimbal macht heute schräge Sachen. Hier oben der Boiler wieder. Chip, chip, chip. So, nächstes Schlafzimmer. Also Schlafzimmer 2. Oh, oh Gott, heute wird er mir echt schwindelig von meinem Film hier. Schlafzimmer 3. Zip, zip, zip. Hier die Ecke gut genutzt, ne? Kinderbett. Und Schlafzimmer 4. Also wirklich sehr groß hier. Hat hier draußen auch noch einen Balkon. Na, da ist auch noch ein Balkon. Entschuldigt. So, Toto. Ich weiß nicht, sieht man hier den Balkon besser? Genau. Damit ich hier nicht rausgehen muss. Also, großer Balkon. Mit. Entschuldigt bitte. Oh, also, heute ist nicht Filmtag. Mit Ausblick auf die schneebedeckten Berge. Also, hier geht's rein. Unten im Erdgeschoss. Kleinen Eingangsbereich und Flur. Ups. Tür. So, hier habt ihr das Hauptbad. No. Chip, 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 chip. Hier vorne den Bereich mit Waschmaschine und Boiler. Chip, chip, chip. Könnte man eine Badewanne noch installieren? Ups. Schön gegen die Tegeltür gelaufen. Schlafzimmer 1. Schlafzimmer 2. Hier mit Kleiderschrank. Und hier vorne haben wir noch ein extra WC hinter der Tür. Genau. Da war dann. Ah. Sad je sve to, mi smo ručali. Sve su. Hvala puno.